Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Guten Tag, hier spricht Alfred Müller aus Dirmstein. Wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Manchmal kommen mir Beter vor wie der Patient, der beim Arzt sitzt und ihm genau beschreibt, was ihm fehlt und deshalb logischerweise auch dem Arzt gleich sagen kann, welches Arzneimittel er ihm verschreiben soll. Oder anders gesagt, wir dürfen unsere Anliegen durchaus dem in die Hand geben, der Herz und Nieren des Menschen kennt, also die Mitte unseres Glaubens, Hoffens und Liebens, aber auch das Zentrum unserer Entscheidungen, die Mitte unseres Gewissens. In jedem Fall aber empfiehlt Paulus, der uns diese Zeilen geschrieben hat, dass wir versuchen, in unserem Beten Übereinstimmung mit den Plänen Gottes zu suchen und dabei nicht immer wieder versuchen, dem Geber aller Gaben die von uns zurechtgeschneiderten Pläne zu diktieren. Eine Folge dieser Spur ist wohl, dass wir auch gelegentlich zurückgreifen auf die alten Stoßgebete, die wir doch von unseren Großeltern und Eltern kennen. Stoßgebete, die einfach unsere Not aussprechen, ohne gleich Auswege vorzuschlagen. Solche Stoßgebete lauten dann vielleicht nur: Herr, hilf mir, oder Herr, erbarme dich, oder einfach: Mein Gott. Dabei deuten wir die aussichtslose Lage unserer Welt und unserer Kirche an. Damit benennen wir unsere eigene Hilflosigkeit, ohne gleich das Lösungsrezept mitzuliefern. Beide Spuren unseres Betens, unsere Not des Betens, finde ich wieder in einem frei formulierten Gebet, das so lautet: Unbegreiflicher Gott, du kennst Herz und Nieren der Menschen. Du weißt, was unser Herz beschwert und überschattet. Du kennst auch unsere Sprachlosigkeit. Deshalb bitten wir, dass sich dein Geist unserer Schwachheit annehme und wir so erbitten können, was deinen Plänen entspricht und annehmen können, was du uns bereithältst. Und der Segen des dreieinigen Gottes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.